Hallo zusammen, hier ist wieder Hotchella und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es wieder um einen kleinen Erfolg und zwar haben wir hier einmal das Achievement Doppeltes Spiel und das finden wir unter Erkunden und dann Dracheninseln. Und für dieses müssen wir Folgendes machen. Sorgt dafür, dass ihr in jedem Fall gewinnt und übergebt Obsidianschlüssel an jede dieser Personen an der Obsidian-Zitadelle. Das sind insgesamt 1, 2, 3, 4. Wir haben einmal Sebalion dabei, Fuhorion. Dann haben wir den Schmiedemeister und Igis. Und das sind quasi alles Mobs hier in der ersten Zone, der Küste des Erwachens an der Obsidian-Zitadelle. Und ja, wenn ihr die Kampagne gespielt habt, habt ihr ja hier eine Möglichkeit, dass ihr oben am Thron auswählt, welchen ihr supporten wollt. Wenn dann Sebalion oder Fuhorion. Und das Achievement ist aber unabhängig davon, denn ihr könnt, wenn ihr Sebalion oder Fuhorion auswählt, den ersten Schlüssel quasi denen geben. Und jeden weiteren Schlüssel könnt ihr dann random jemanden anderen geben. Jetzt fragt ihr euch, okay, was sind das für Schlüssel? Wir können nämlich hier in Obsidian-Zitadelle Schlüssel zusammenbauen. Und diese Schlüssel sind diese hier, restaurierte Obsidian-Schlüssel. Und den bauen wir dadurch zusammen, dass wir einmal hier ein Schlüsselfragment haben und dann eine Schlüsselform. Und beide Items, sowohl die Form als auch das Fragment, kriegen wir von denselben Mobs. Und zwar seht ihr, hier sind alles mögliche Elite-Mobs und alle diese Mobs können diese beiden Items droppen. Bedeutet, wenn ihr das Zeug farmen wollt, haut einfach einen Haufen von Elite-Mobs um. Optimalerweise in der Gruppe. Da könnt ihr euch dann reinqueuen. Da gibt es viele Gruppen Obsidian-Key farmen. Da könnt ihr hier oben farmen oder dementsprechend auch das Ganze hier unten in dem Gewölbe machen. Da sind nämlich relativ viele Gegner und da kann man sie eigentlich recht gut farmen. So, wo sind jetzt die ganzen Mobs, die wir einmal quasi umhauen müssen, um dementsprechend die Sachen zu kriegen? Ihr seht, hier war auch gerade wieder beides drin, die Form und auch mal das Fragment von den Schlüsseln. Also, was ihr wahrscheinlich schon kennen dürftet, sind zweierlei Dudes. Und zwar haben wir einmal Sebalion, das ist der hier. Der ist auf den Koordinaten 27, 56. Dann haben wir hier hinten einen und zwar steht sie hier drüben oder eher Schmiedemeister, wahrscheinlich eher ein Er. Bei dem können wir einen Schlüssel abgeben. Dann haben wir hier unten Fuhorion, der fehlt mir jetzt noch. Das Achievement hat irgendwie ein bisschen gebuggt und ich habe zwar schon Schlüssel bei ihm abgegeben, aber es hat bis jetzt nicht gezählt. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Ah, ich habe bei dem schon X-Schlüssel abgegeben, aber das hat ein bisschen gebuggt, okay. Dann hätten wir das. Und was wir dann auch noch machen können, ist die letzte, und zwar Igis, oder wie die heißt. Und die befindet sich hier ein bisschen weiter oben. Jetzt kackt gerade mein Elan ein bisschen ab. Müssen wir hier an den verbuggten Rare-Eimer vorbei. Und die hatte ich ja euch auch schon mal vorgestellt. Das ist nämlich der Mob, wo wir dementsprechend auch die Geschichte mit dem Schneckenmount starten können. Da müssen wir ja, wenn wir bei ihr so ein paar von den Teilen abgeben, haben wir eine Chance, eine Kiste zu bekommen. Und in der Kiste kann dann dementsprechend ein Item sein. Und mit diesem Item können wir uns dann Fragmente farmen für dieses Schneckenmount. Das habe ich aber genauer schon in dem Mount Guide erklärt, aber jetzt nur hier noch am Rande. Es ist nicht nur für das Achievement, dass man hier die Schlüssel bei denen abgibt, sondern tatsächlich auch sinnig für andere Side-Activities. Genau, hier haben wir die letzte. Die ist jetzt ein bisschen weiter außen auf den Koordinaten 31, 52. Wenn ihr dann alle einmal einen Schlüssel gegeben habt, kriegt das Achievement. Und ja, das war es eigentlich soweit von dem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.